Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Heute haben wir mehrere Dinge vor, und zwar erstens mal gucken wir uns leider Gottes an, was wir aus der Diamond 3 Truhe bekommen werden, die ich diesen Monat freigeschalten habe, und dann noch zusätzlich ein bisschen Gameplay. Was für ein Deck ich spiele, weiß ich tatsächlich noch nicht, trotzdem schauen wir jetzt hier einfach mal rein. Diamond 3, wir bekommen hier jetzt wirklich einiges an Packs, wie auch den Kartenrücken, wie auch Rares und sowas, die ich theoretisch noch nicht doppelt, schrägstrich dreifach, schrägstrich fünffach habe. Ich kriege echt nur zwei Packs. Wait, wir kriegen hier noch mehr. Okay, Grandmummy Pack, Sealed Fate, Siphon Soul, Lightning Storms. Das sind alles sehr, sehr wichtige. Okay, wir haben den Rift Cleaver bekommen. Interessante Karte, aber leider nicht die beste tatsächlich. New Rank System ist hier. Dankeschön, das ist nett, dass du mir das nochmal anzeigst. Und wie. Geiler Kartenrücken. Sehr, sehr geiler Kartenrücken. Nachempfunden nach einer der Instanzen momentan in Battle for Azeroth. Ich krieg wirklich nur vier Packungen da draus. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit den goldenen Karten an das, die wir sonst immer rausgezogen haben aus den Packs. Okay. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich nicht mehr beschweren. Jetzt ist es tatsächlich relativ äquivalent, wenn wir noch eine irgendwie. Oh mein Gott. Ist die Drop Rate ja höher? Yes! Eziel. Super nice. Eine der Karten mit dem geilsten Artwork hier im Game. Ist die Droprate hier ein bisschen erhöht in diesen Packs? Eigentlich nicht, oder? Es sind auch nur ganz normale Packs. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so erkannt wird, dass sie hier sagen, hey, wir packen euch hier ein paar Special Sachen mit rein, Leute. Das war auf jeden Fall ziemlich worth, möchte ich einfach mal behaupten. Da haben wir gute Sachen rausgezogen. So, und jetzt kommen wir auch mal zum Gameplay. Ich habe heute für euch einen wunderschönen Dragons and Librams Paladin vorbereitet. Dieses Deck hat einerseits die leider nicht so beliebte Libram Engine am Laufen. Librams sind sehr, sehr spezielle, sehr, sehr starke Spells, meiner Meinung nach, die durch ihre zusätzlichen Minions, Elder Attendant wie auch Elder Truthseeker, von den Mana-Kosten her verbilligt werden können. Bedeutet also, wir können einen Librem of Wisdom für 0 rausspielen, wir können einen Librem of Justice für 0 rausspielen und einen Librem of Hope für, ich glaube, maximal, wenn wir hier Doppel-Truth-Seeker haben für 4, plus nochmal Doppel-Attendant für 2, sind wir auf 3 Mana für Librem of Hope. Diese Karten sind super, super stark, bringen euch große Vorteile, möchte ich einfach nur sagen. Größtes Problem ist tatsächlich, dass der Paladin aber leider keine Win-Condition in Anführungszeichen hat. Also er hat so diese Möglichkeit, auf Paladin-Karten, also Pure Paladin, zu gehen, um dann durch die Librams sich ein bisschen durchs Game zu carryen und im Late-Game dann durch verschiedene geile Karten, wie zum Beispiel Lady Liadrin oder hier Blessing of Kings oder sowas, den Gegner zu finishen. Funktioniert leider nicht so oft, wie man es sich eigentlich erhoffen würde, aber es ist möglich. Ich habe mir überlegt, es gibt doch momentan Engines, die deutlich besser funktionieren, und zwar Drachen. Jede gute drachengepolte Klasse, wie jetzt zum Beispiel der Hunter, wie der Magier, hat auch sehr, sehr coole Drachen, wie zum Beispiel auch unser guter Warrior, haben alle Drachen bekommen, die gut spielbar sind, starke Effekte haben, oder Druide hat auch einen guten Drachen bekommen, starke Effekte haben und damit das Game carryen können. Und was hat der Paladin an Dragons gekriegt? Schauen wir uns das Ganze doch mal ganz kurz an, denn er besitzt Nosdormu the Timeless. Wir können hier rampen. Wow. Oder Nosari. Wir können jeden, einfach beide Helden, wieder auf volles Leben zurücksetzen. Passt irgendwie zum Paladin. Leider nur so halbwegs, weil ich finde irgendwie, gib jedem Drachen, den du besitzt, Divine Shield deutlich paladinmäßiger. Oder alternativ, mach irgendwas anderes Lustiges, aber gib dem Gegner nicht die ganze Zeit Vorteile, ziemlich deutlich besser als das, was es momentan halt einfach gibt. Da gab es natürlich noch die Problematik, dass sich Blizzard wohl irgendwie nicht entscheiden konnten, ob sie jetzt hier auf Murloc-Paladin gehen wollten oder auf Drachen-Paladin. Deswegen habe ich mir gesagt, wir versuchen es jetzt einfach mal hier. Wir haben die Librams, um uns durchs Game zu carryen, und im Late-Game kommen wir dann mit unseren starken Late-Game-Librams plus unseren guten Drachen aus der Hinterhand
und finishen ihn, wenn möglich. Das ist so den Play, den ich mir optimal vorgestellt habe. Warum ich jetzt hier nicht diese typischen Main-Karten für die Drachen spiele, wie zum Beispiel auch Frizz oder sowas, empfinde ich momentan noch nicht als nötig. Also man kann sie auf jeden Fall reinpacken. Ich würde sogar sagen, man kann sie sehr, sehr gut für irgendwie einen Lightforged Blessing reinspielen, wenn man nicht gegen so viele Agro-Decks spielt, gegen einen Consecration, Dragon Rider, Talritha würde ich tatsächlich behalten, weil 3 Mana, 3, 3, give a dragon in your hand, +3/+3 and this death rattle ist schon ziemlich nice, weil ihr eure Drachen damit dauerhaft buffen könnt. Aber das ist halt, sie ist halt auch eigentlich eine sehr, sehr stabile Karte. Deswegen überlegt euch gut, wenn ihr nicht gegen viel Agro-Deck spielt oder sowas, dass ihr nicht so viel Removal braucht, spielt sie auf jeden Fall in diesem Deck drin. Damit werden alle eure Karten ein bisschen billiger und ihr könnt aggressiver durchdrehen. Natürlich könnte man auch noch als Finisher hier eine Alex mit drin spielen, die den Gegner dann irgendwie auf 15 Leben zurücksetzt. Wir hitten sie face, man könnte Dragon Queen Alexstrasza auch noch mit reinpacken. Das sind aber alles so Dinge, die ich nicht machen werde, weil ich erstmal versuchen möchte, dieses Deck insgesamt zu stabilisieren. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, gerade solche Decks oder sowas in der momentanen Meta zu spielen, denn insgesamt ist die doch relativ aggressiv oder ja, es ist schwierig zu sagen. Es ist nicht aggressiv, das stimmt nicht. Es ist eher so die bestimmten Decktypes, die bis jetzt vorgefertigt sind, werden sehr streng eingehalten. Das heißt also, wir haben extrem viele Hunter, wir haben extrem viele Rogues, wir haben extrem viele Priester und müssen da vielleicht mal ein bisschen aus dieser Meta, aus dieser Klassenmeta ausbrechen und Paladin, wie es so schön heißt, wieder great again machen. Make Paladin great again. Okay, wir haben Library of Wisdom und den Big Old Whelp. Wir können auf 3 direkt den Dragon Rider Talritha rausspielen. Sie ist auch so eine Legendary, die meiner Meinung nach absolut undervalued ist. Also das tut mir im Herzen weh, wenn Legendaries einfach da sind, aber nichts, 0,0 gar nichts machen können. Und sie ist mit auf der Top-Liste, mit Milhouse, Mana Storm und noch anderen Leuten. Also das ist schon wirklich schwierig, muss ich sagen. Pharaoh Cat plus Pharaoh Cat, oder was? Oh wow, das ist ein ziemlich insaner Start, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Wir Hero Ability an der Stelle machen einen Turn und hoffen, dass er uns nicht schnell genug zu Tode klatscht. Denn ich denke tatsächlich, dass er große Vorteile haben wird. Ja, okay, er tradet hier. Das bedeutet also, es wird der Ambusher sein. Ambusher ist actually für mich okay, wenn er auf Talritha geht. Sie hat auf jeden Fall eine ziemlich coole Onboard-Animation. Und er hat sie noch nie gesehen. Er guckt sich Dragon Rider Talritha hier an, Leute. Das ist ein eindeutiges Zeichen für mich. Ich hatte den Backstab, das wäre natürlich typisch. Hero Ability Backstab, er ist gone. Ich denke tatsächlich, hier handelt es sich so um einen Bamboozle. Es ist kein Highlander-Deck. Ich würde mal sagen, es ist eine Agro-Möglichkeit hier, dieses Paladin-Decks. Wir gehen jetzt hier auf Library of Justice. Okay, es ist kein Bamboozle. Das ist schon mal sehr, sehr gut für mich. Weil dann können wir hier nämlich sagen, wir holen uns hier ein bisschen Leben zurück. Und meiner Meinung nach wäre hier vielleicht sogar noch ein Card-Draw mit nicht schlecht. Aber Sandrath ist deutlich besser. Wir haben Dragons of the Hunt, er hittet hier, tötet hier. Wir haben einen Drachen am Start, den wir im nächsten Zug ausspielen werden. Haben noch einen Drachen am Start. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir konstant immer Drachen mit am Start haben. Er muss sich nicht mehr mit seinem Stealth hier irgendwie in unseren 4-2er begeben, sondern macht das so. Wir kriegen unseren Libram auch wieder zurück. Das ist auch okay. Er hittet mich hier wieder für 4. Wer hat es denn jetzt bekommen? Du hast es bekommen. Ja, hätte ich mal gesagt, Bronze Explorer. A good Explorer comes prepared, Leute. 6-7er Good Explorer, hey. Lustigerweise könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn hier outvaluen können. Dadurch, dass er kein Highlander, kein Galakrond, sondern eher so eine Richtung Agro-Rogue eigentlich ist, zumindest scheint es so. Sieht das actually ziemlich gut aus. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, den Valyra Skin einfach so gut. Also wirklich, das ist mit einer der coolsten Skins, die es halt einfach gibt für Ding. Okay, damit haben wir einen 8-8er Big Old Whelp. Äh.
können wir im nächsten Zug spielen. Wir spielen mal den Bigger U. Und kriegen einen Amber Watcher. Das habe ich mir fast gedacht, aber ich habe mir so im Kopf gehabt, ja, es wird schon nicht so schlimm sein. Backstab. Er hätte sich halt so viel Damage ins Gesicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ein ultra smarter Play ist, wie er das ganze Runde spielt. Weil dieses Prinzip von wegen, hey, Wait. Wollen wir das nicht vielleicht anders machen wegen Ambusher? Wir wollen das anders machen wegen Ambusher. Wir gucken mal, was es ist. Okay, es ist kein Ambusher. Nice. Looks like I'm here just in time. Er ist auf 16 Leben, Leute. Wir auf 27, weil wir uns durchgängig hochheilen. Okay, das ist gut durch die Pharaoh Cat. Das Schöne ist, wir können sein Bow trotzdem echt krass dezimieren. Haben 9 Damage am Start. Das sagt ja nur Enemy Minions, gell? Change the health of all enemy minions to 1. Das heißt also, zack. After you cast a spell. Pyromancer. Labyrinth of Justice. Baba Board. Geht Full Face. Kann ich natürlich nachvollziehen. Es ist ein richtiger Play an der Stelle. Sein Dagger ist damit weg. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Wir hätten hier am Start. Wir müssten theoretisch 3 Spells spielen. Wir reduzieren das Leben. Ich sollte noch einen Zug überleben, oder? Dummerweise ist mir das echt ein bisschen zu kritisch. Ja, zieh ruhig deine Karten. Dummerweise ist mir das wirklich ein bisschen zu kritisch. Und bevor wir uns hier keine Vorteile mehr generieren können, gehen wir hier mit Face. Geben ihm einen Labyrinth of Justice. Geben ihm einen Labyrinth of Justice. Hätten ihn Face, machen einen Turn und sind auf 21, haben ein Clearboard, haben noch genug Removal, haben eine Lady Liadrin, haben Big Old Whelp und eine Alex, die wir wahrscheinlich 100 Jahre nicht spielen können. Nice. Komm, Big Old Whelp, Big Old Whelp. Das ist ein bisschen uncool tatsächlich, aber er ist auf 2 Leben. Doppel Libram. Bronze Herald. Big Old Whelp. Ich weiß nicht, die Alex hätte ich vielleicht doch nicht rausnehmen sollen. Sie bringt mir erst relativ spät was und jetzt ist mein +3/+3 leider weg, den ich aktiv auf die Minions gekriegt habe. Hat er hier Heal dabei? Das wäre natürlich... Oh wow, er gibt mir... Nee, er gibt mir keinen Overdraw, never mind. Das sind 5... Oh mein Gott, er hat jetzt hier Lethal oder was? Ich meine, ich könnte hier jetzt theoretisch ihm Lethal verpasst haben, wenn er einen Zap hat oder sowas. Ich hätte hier durch McGurgle Prime was Gutes rausziehen können. Es wäre natürlich jetzt richtig, richtig schade, wenn wir dieses Game noch verlieren. Aber ich hatte gerade keine Alternative für irgendeinen Heal oder sowas. Das heißt also, wir müssen hier ein bisschen beten und bangen, Leute. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es in Anführungszeichen funktioniert mein Spielplan bis jetzt relativ gut, möchte ich wirklich sagen. Okay, noch ein. Er hat 5 Mana noch übrig.
Könnte immer noch zappen, aber ich weiß, es sind zwei Karten, die ja nicht... Das reicht. Fuck, es reicht. No way. Shit, Leute, wegen einem HP. Wegen einem HP. Ich hätte den Libram direkt rausspielen sollen und Face gehen. Hätte ich ihn in zwei Zügen tot gehabt. Wegen einem HP macht uns der Agro-Rogue fertig. Shit, das war wirklich nicht gut. Ich hatte... Wir hätten die Möglichkeit gehabt. Wir hätten auch Murgle McGurgle spielen können. Aber die Chancen, da wirklich was Gutes rauszuziehen. Also hier Prime McGurgle. Sind leider nicht so hoch. Oh, das war echt schade, Leute. Das war wirklich schade, dass er hier jetzt den Buff rausgezogen hat. Ihr müsst euch einfach mal nur rechnerisch überlegen. Hätte er nicht diesen +1/+1 Buff gezogen, hätte es auf keinen Fall gereicht. Das heißt also, der High Roll auf dem Spell war für ihn übelst wichtig. Mann. Knappe Sache, sehr, sehr knappe Sache. Aber vielleicht ist es wirklich ein valid Deck, Leute, dass man irgendwie mal auch in der Meta spielen kann. So, end turn. Wir haben hier einen Buff für unseren Bronze Herald, haben leider keinen weiteren Drachen mehr auf unserer Hand, aber wir werden ja jetzt dann bald einen ziehen. Was nicht schlecht ist. Er ist hier dieses typische Warrior-Agro-Deck, was ich ehrlich gesagt gar nicht so geil finde. Der wird jetzt im nächsten Zug... Nee, warte mal, es kostet 2. Das heißt also, er kann erst im Zug darauf Ankar spielen. Die kostet nämlich 3 Mana, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin mir aber nicht sicher. Oh, wow, okay, er spielt 2 Waffen an dieser Stelle. Und wir spielen den Bronze Herald, denn wir wollen diesen Dude hier dazu haben. Es ist natürlich schön, wenn wir ihm hier mit Lifesteal, hier +1/+1 verpassen können. Da kommt Ankar raus, Ankar tradet hier rein, er holt sich einen Pirate an den Start. Ja, ist fein, würde ich mal sagen. Dann kommt als erstes mal der 4-Drop. Wir haben noch keinen Damage gekriegt, das heißt, es ist nicht vonnöten, irgendwie hier Bronze Explorer plus Sand Breath zu spielen. Ist also so erstmal noch in Ordnung. Und es kommt der Tolvir Warden. Interessant, dass hier Tolvir Warden gespielt wird. Ich finde, er ist eine dieser Karten, die in dem Agro-Deck nicht so viel Platz haben. Zumindest meiner Meinung nach. Trotzdem aber relativ gut spielbar sind. Okay, Skyrider, das heißt also keine Hero-Ability für ihn. Wir traden hier trotzdem rein. Consecration bringt uns hier halt absolut gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt erstmal für den Evasive Train hier. Machen einen Turn. Ich meine, nicht targetbare Minions sind für den Warrior auch nicht gerade die angenehmste Sache. Das heißt, er müsste hier für 5 Damage Face hitten. Plus hier traden. Und ob das so das Geilste ist, ist halt wirklich die Frage. Okay, das ist ein guter Play von ihm. Damit können wir auch sehr, sehr gut umgehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Spielt noch einen Dude raus. Macht nochmal Wusch. Hittet hier trotzdem für 5 Damage. Also das ist... Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt ein Play, den ich wirklich nicht ganz verstanden habe. Weil es meiner Meinung nach ein bisschen abstrus war. Wir geben dem hier jetzt mal Divine Shield. Ich weiß, wenn er ein Minion rausspielt, dann brutzelt er sich aber alles weg, auch das Divine Shield. Sein 3-4er kommt raus. Er müsste aber ein bisschen mehr rausspielen. Und wenn er die 1-1er erstmal weg hat, dann hat er ein bisschen Probleme. Wir haben Librams of Hope auf jeden Fall am Start, haben jetzt auch endlich eine Libram-Verbilligung gefunden. Das heißt also, auch unser Libram of Hope können wir... Ne, of Justice ist das hier. Okay, er nutzt hier wirklich den Trade. Möchte also seinen 0-1 hier nicht irgendwie zerstören oder sowas. Der Egg Warrior ist halt wirklich inzwischen ein cooles Deck geworden. Okay, kopier den. Der 5-2er. Interesting. Das ist sehr, sehr interessant. Das hätte ich tatsächlich jetzt nicht gemacht, den 5-2er kopiert. Außer er hat eine Möglichkeit, ihn zu töten.
Okay, hittet ihr zweimal. Dann ist es hier ein Hit gewesen. Trotzdem meiner Meinung nach nicht wirklich worth gewesen, was er hier angestellt hat. Wir spielen mal das hier, machen das alles ein bisschen billiger, spielen noch den 2-3 hinterher, machen das nochmal ein bisschen billiger, machen Endturn. Es ist halt geil, dass wir diese Librams, die uns halt krasse Vorteile generieren können, so für so billiges Mana schlussendlich rausspielen können. Ich hoffe halt, dass es nicht wieder endet wie beim letzten Mal, dass wir so ein gut aussehendes Board haben und dann hart aufs Maul kriegen. Das wäre richtig deprimierend, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das wäre halt richtig deprimierend, wenn wir mal ehrlich sind. Hat er nicht noch eine zweite Waffe oder hat er die schon weggetan? Okay, Consecration ist ja auf jeden Fall ein guter Play, was wir auch wahrscheinlich machen werden. Wir sind auf 8 Mana, also Consecration plus. Und den Turn. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall interessant gewesen, dass er hier Terran Gorfion spielt. Er ist eine extrem starke Karte, die vor allen Dingen auch über diese Möglichkeit, jetzt seine ganzen Dudes mit +1/+1 wieder zurückzuholen, ziemlich nice ist. Aber prinzipiell weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so worth war. Okay, das ist seine zweite Waffe, also. Das ist also seine zweite Waffe. Ja, das ist irrelevant. Spiel ruhig deine ganze Hand aus, wenn möglich. Wir werden dir dein Board jetzt zerstören. Zwei, sechs, neun. Das würde passen, oder? Habe ich mich da jetzt vertan? Ich habe hier dann Elder Attendant für 2. 2 und 4 sind 6. Er macht ihn eins billiger. Das heißt, ich kann das für 3 spielen. Das sollte passen. Library of Justice. Consecration. Wir behalten mal das Librem noch am Start. Wir haben Frizz gekriegt. Wir haben noch ein paar Guarded Dragons in unserem Deck drin, aber Frizz ist nicht die optimalste Karte. Sie ist okay, aber nicht die optimalste. Hittet hier nochmal. Hittet hier auch. Hero Ability. Kann ihn evolven. Nee. Wir gehen also mal auf Frizz. Spielen den Dude raus. Spielen das hier raus. Hitten ihn hier weg. Machen einen Turn. Und das Coole ist halt einfach, wir haben noch so viele Möglichkeiten, uns weiter zu healen. Library of Hope ist hier wahrscheinlich mit das krasseste, was wir spielen können. Ach, mich nervt es einfach, dass ich das letzte Game so schlecht gespielt habe am Ende. Ich glaube tatsächlich, dass wir da in einer super Position waren, dass wir das gut gewinnen hätten können gegen den Aggro Rogue und damit 2-0 gehen hätten können. Ah, das wäre so schön gewesen. Passt auch für den Librem Paladin. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ein schlechter Stack ist. Vielleicht könnte man es auch kombinieren mit Murlocs. Das wäre auch mal so ein absolutes Experiment, das man machen könnte. Das mal wieder vielleicht was für den Professor wäre. Gleich noch, wo ich jetzt hier schon über dieses Deck rede, falls ihr es selber spielen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Deckcode. Den könnt ihr kopieren, in Hearthstone gehen und dort auf neues Deck drücken. Dann solltet ihr das automatisch schon erkennen. Dann füllt ihr euch diesen komplett das
Deck hier auf und ihr seht, welche Karten ihr davon besitzt und welche ihr nicht besitzt. Oh wow, kann er mich OTK'en? Er kann mich wirklich OTK'en. Er kann mich nicht ganz OTK'en. Oh mein Gott, war das close. Holy shit. Holy shit, war das close. Also das ist... Wow. Das ist wirklich absolut unangenehm, muss ich sagen. Auch wenn wir hier das Divine Shade direkt wieder wegpacken. Oh. Leute, wegen einem Leben, hey, was hat er denn da für eine sicke Combo drin? Holy shit. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass er jetzt seine Combo durch hat, sollte das Game jetzt done sein. Wir können im nächsten Zug Lady Leandrin nochmal rausspielen und unseren Librem of Hope nochmal direkt. Ah, nee, warte, das sagt. Ah, nee, cast in a friendly character. Doch, wir können das Ganze dann nochmal machen. Ja, das war klar. Er hat sein ganzes Potenzial rausgehauen, Leute. Ja, das ist, wie Damage es einfach war. Das war ja ridiculous einfach nur. Wow. Das war wirklich absolut ridiculous. Also, holy moly. Ja, liebe Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr es mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne zeigen mit dem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren für mehr Hearthstone und weiteren Content. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.